Und wie geht's Ihnen heute so? Gut. Ja? Ja, ja. Jetzt haben wir schon, geht's mir gut. Jetzt haben wir schon gehört, Stracki ist eine gute Abkürzung. Sie haben ja gleich vier Namen. Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Jetzt kommen wir mal auf den Vornamen. Wie fühlen Sie sich heute eigentlich, mehr wie Agnes oder wie Marie? Nee, das gehört zusammen. Das gehört zusammen. Ich kam auf die Welt und wurde benannt nach meiner Großmutter und Urgroßmutter. Das war sehr originell. Als Kind fand ich es lästig, dieser Doppelname. Ja. Inzwischen finde ich es sehr schön, weil er unverwechselbar ist. Ich kenne auch nur eine einzige, die so heißt und die lebt in Frankreich. Und insofern, nein, also das gehört USP zusammen. Sozusagen. So wie ich zwei Beine habe, habe ich halt Marie-Agnes. Ja, sehr gut. Ja. Warum machen Sie ja nicht Politik und nicht was anderes? Sie meinen, warum ich nicht was Anständiges mache? Genau. Ja, okay. Ja, da bin ich aus Versehen reingeraten. Ich war immer sehr politisch. Ich habe 24 Jahre Kommunalpolitik gemacht als Ehrenamt. Und dann hat das Schicksal mich nach Berlin getrieben. Und das ist jetzt kein Ehrenamt mehr. Und ja, ich bin sehr dankbar, auch in meinem Alter noch Politik machen zu dürfen. Was würden Sie gerne mal machen, wenn Sie jetzt nicht Politik machen? Was wäre so Ihr Traumjob? Traumjob? Oh, das vielleicht irgendwas, was Sie noch mal so machen wollen würden. Also was ich spannend fände, wenn man irgendwie an einer ganz tollen Ecke der Welt ein kleines Hotel hätte. Das fände ich spannend. Aber wie gesagt, ich muss Ihnen sagen, wenn ich jetzt sage, das ist mein Traumjob, klingt das vielleicht ein bisschen too much. Aber eigentlich ist es das. Ich bin dankbar, dass ich diese Gelegenheit hatte, in den Bundestag zu kommen, dass ich Teil einer Regierung sein darf, dass ich Verantwortung übernehme. Und ich finde, das ist mehr, als man mir an der Wiege gesungen hat. Was passiert eigentlich, wenn jetzt am Sonntag Erdogan verliert? Das wäre gut. Es wäre gut für die Türkei. Es wäre gut für die Demokratie in der Türkei. Ich hoffe, dass dann die Gefängnisse aufgehen und viele Menschen, auch Journalistinnen und Journalisten, die in Haft sitzen, freigelassen würden. Und es wäre die Chance, dass der Blick der Türkei wieder Richtung Europa ginge. Ich glaube, dass ganz Europa dankbar wäre, wenn dem so wäre. Kommen wir mal zur Bundeswehr. Ja. Wussten Sie, dass bei den Übungen, die Straßenverkehrsordnung einhalten müssen? Ja, das ist insofern skurril, weil die Bundeswehr nicht nur bei Übungen, sondern sobald ein Panzer als Beispiel... Wir fahren weiter. Sobald ein Panzer, nur mal ein Beispiel zu nennen, eine öffentliche Straße quert, gilt die Straßenverkehrsordnung und das bedeutet, dass ein Panzer Seitenspiegel haben muss, weil es könnte ja rechts von ihm ein Fahrradfahrer des Weges kommen. Ah ja. Das ist deswegen skurril, weil erstens, wenn ich ein Fahrradfahrer wäre, würde ich mich nicht neben einen Panzer stellen, weil ich davon ausgehe, dass der Fahrer mich nicht sähe. Also ein bisschen mitdenken empfehle ich auch Fahrradfahrern. Ja. Das ist aber deswegen gar nicht lustig. Weil es verteuert alles. Wenn Sie die militärischen Geräte auf zivile Nutzung addieren müssen, also Dinge addieren müssen, zusätzlich produzieren, wird das Gerät teurer. Und es zeigt, dass wir, oder andersrum, Sicherheit muss Priorität sein. Und deswegen müssen wir die Gesetze scannen, dass in sicherheitsrelevanten Lagen die Straßenverkehrsordnung keine Rolle zu spielen hat. Ja. So wie, wenn ein Polizeiwagen mit Blaulicht fährt, er auch eine rote Ampel überfahren kann. Und deswegen finde ich es albern und es müsste dringend geändert werden. Ja, ich würde mich gerade wundern, jetzt Ernstfall, Deutschland wird angegriffen, da muss der Feind ja nur von rechts kommen, oder? Oder Hauptstraße fahren. Das ist nicht schlecht, wäre übrigens für meine nächste Büttenrede, werde ich das sofort einsacken. Gott sei Dank heißt es, oder traurigerweise heißt es dann rechts vor links, das wollen wir jetzt auch nicht. Aber zeigt einfach die Absurdität, dass wir in einem gut gemeinten Friedensmodus leben, wo wir eben nicht wahrnehmen, dass es unter Sicherheitsaspekten Gesetze geben muss. Sicherheit sticht grundsätzlich andere Regeln, die wir haben. Was haben Sie heute Morgen so als erstes gemacht, wenn Sie aufgestanden sind? Ich habe mich geduscht, und das hoffe ich, sieht man. Und dann habe ich meinen Kaffee getrunken und ein Brot geschmiert. Wie geht denn so der Tag weiter? Ich lese dann, das mache ich jetzt nicht, um hier zu schleimen. Ich klappe mein iPad auf und schaue die Bildschlagzeilen an, gehe dann in andere Zeitungen, schaue sehr viele Schlagzeilen vor allen Dingen an, weil ich nicht viel Zeit habe. Dann müsste ich deutlich früher aufstehen, das mache ich ungern. Ich stehe eine Stunde vor Verlassen des Hauses auf, weil ich nicht leiden kann, wenn es hektisch wird. Ich höre schaue kein Fernsehen, höre kein Radio. Ich weiß, dass viele Fernsehen schauen, Frühstücksfernsehen oder so. Das mache ich nicht, zeig ich mal die Bilder. Weil ich gerne einfach Ruhe habe, weil ich weiß, ich muss viel reden, ich muss viel hören und bin dann eigentlich ganz froh, wenn ich
ja, den Tag in Ruhe beginne. Also es ist kurz. Ich, ja, so geht das bei mir. Sagen Sie uns zur Aussicht. Die ist toll und Sie werden es nicht glauben. Ich war schon mal hier. Ja? Ja. Und habe mich gefragt, das ist ein Kindergarten dort, nicht? Genau. Wunderbar. Das sind die Wolkenzwerge, soweit ich weiß, heißen die. Haben also, Sie da auch Kinder Ihrer Mitarbeiter? Unsere Mitarbeiterkinder sind, glaube ich, ganz unten hier in dem Gebäude. Hier drüben, das kann ich jetzt gar nicht so sagen. Also ich habe ja 24 Jahre Kommunalpolitik gemacht, habe auch viel Jugendhilfe gemacht, war an vielen Programmen, Kindergartenprogrammen beteiligt. Und ich weiß, dass wir in Düsseldorf viele Betriebskindergärten wurden aufgemacht. Und ein Teil davon musste auch für die Öffentlichkeit sein. Also ein Teil für die im Betrieb arbeiten und auch für die im Stadtteil. Und dann bekamen die nämlich auch eine öffentliche Förderung. Und das ist ein ganz großer Erfolg. Und deswegen schaue ich immer, ist das jetzt ein öffentlicher Kindergarten von Berlin? Aber es sieht mir mehr aus wie ein Betriebskindergarten. Das ist ein Betriebskindergarten. Ja, weil der sieht so toll aus. Das kann eigentlich. Aber nur die Kleine, die fangen schon früh an. Karriereleiter schon ganz oben, ne? Aufs Dach das ist schon toll gemacht. Also, das ist schon super. Und der Blick ist ein Traum. Und das Wetter ist heute natürlich auch ein Traum. Sie sind ja so ein bisschen wie auf einer Insel hier. Ja. Wenn Sie jetzt auf eine Insel gehen, welche drei Dinge würden Sie mitnehmen? Mein iPad. Ja. Ein Boot. Mhm. Damit ich möglicherweise von der Insel auch weg könnte. Und mein Mann. Ah, der darf mit, ja? Der darf mit. Ja. Was ist denn so ein Tipp, den Sie vielleicht Leuten geben würden, die gerade heiraten wollen? So eine Sache, die Sie lieber vor der Ehe als erst in der Ehe gewusst hätten? Ja, das würde ich. Also erstmal sollte man sich prüfen, bevor man sich bindet. Das ist ein dummer Spruch. Ob das Lebensmodell, was man sich vorstellt, ob das passt. Mhm. Ich würde jungen Leuten sagen, wenn ihr Kinder wollt, klärt, wie ihr das zusammen macht. Mhm. Man kann nicht ein ganzes Leben planen. Menschen verändern sich auch im Laufe des Lebens. Und wenn man heiratet und davon ausgeht, dass man vielleicht 40 oder sogar 50 Jahre zusammen ist, ist es natürlich vermessen, in die Zukunft zu gucken. Aber ich glaube, was ganz entscheidend ist, Toleranz und dem anderen auch die Möglichkeit zu lassen, sich zu entfalten. Mein Mann hat immer gesagt, happy wife, happy life. Und dafür bin ich ihm sehr dankbar, weil er wusste, wenn ich froh bin, dann sind wir auch gemeinsam froh. Und das möchte ich natürlich auch jungen Frauen sagen, auch dem Partner oder den Raum zu lassen, um glücklich zu sein. Und dann kann man gut zusammen alt werden. Was ist so die größte Erkenntnis, die Sie erst gewonnen haben, als Sie Kinder hatten? Dass es nichts Wichtigeres gibt. Kinder verändern das Leben total. In dem Moment, wo das erste Kind auf der Welt ist, jetzt darf als Frau ich das Kind dann auch in mir haben, gebären. Es gibt nichts, was überwältigender ist. Die Verantwortung ist unfassbar groß. Und wenn Sie einmal Mutter bzw. Vater sind, sind Sie das ein Leben lang. Auch wenn meine Kinder sind erwachsen, trotzdem nehme ich wahr, was sie machen, bin glücklich, wenn sie glücklich sind, bin unglücklich, wenn sie unglücklich sein sollten. Also einmal Eltern, immer Eltern. Sagen Sie mal, Christian Lindner, hat er nicht Humor? Ist er ein lustiger Typ? Ja, das ist ein lustiger Typ, sonst würden wir nicht so gut zusammen arbeiten, weil für mich ist sehr witzig, wichtig und witzig, wenn man sich selbst auch in bestimmten Phasen nicht so ernst nimmt, wenn man auch über politische Situationen, die durchaus bedeutend sein können, es gibt ja Situationen, die auch eine gewisse momentane Komik haben. Mhm. Und sowohl Christian Lindner als auch ich können da sehr drüber lachen. Insofern schätze ich auch seinen Humor, wenngleich er einen Job hat, der alles andere als humorvoll ist. Wäre Olaf Scholz ein guter Kriegskanzler? Ja, das ist natürlich sehr theoretisch. Also Olaf Scholz, wenn Deutschland angegriffen würde, was so Gott will nicht passiert, dann wäre er der Oberbefehlshaber und der die Befehlsgewalt innehatte, was jetzt in Friedenszeiten der Verteidigungsminister hat. Wäre er ein guter Kriegskanzler? Ich kann Ihnen das nicht beantworten, aber wir schauen in die Ukraine. Selenskyj war ein Komiker. Selenskyj hat übrigens mal einen Film gedreht, wo er selber Präsident wurde, wenn man sich das vorstellt. Und dass dieser Mann zu dieser Größe und Reife wird und sein Volk durch diesen Krieg führt, hätte man ihm nicht zugetraut. Insofern vermutlich, vielleicht könnte das auch Olaf Scholz. Ich glaube, dass Menschen an ihren Aufgaben wachsen. Mhm. Und deswegen ist es sehr schwer, schon im Vornherein zu sagen, der oder die kann das, wenn die Situation ist. Das weiß man dann leider immer erst, wenn die Situation da ist. Aber in dem Fall hoffen wir, dass kein Leider kommt. Ja, okay. So, ich habe noch so ein kleines Frage-Antwort-Spiel. Ja. Es gibt zwei Antwortmöglichkeiten. SPD oder Grüne? Das kommt aufs Thema drauf an. Was ist Ihnen lieber? Nein, das kommt aufs Thema drauf an. Oh, okay. Pizza oder Pasta? Pasta.
Döner oder Burger? Burger. Fleisch oder vegetarisch? Nö, Fleisch. Sind Sie schon mal Panzer gefahren eigentlich? Ja, klar. Haben die noch so Servolenkung oder Automatik? Sozusagen, genau. die Servolenkung, ist, sondern wenn Sie im Schützenpanzer Puma sitzen, dann sitzen Sie in einem rollenden Computer. Nein. Und, aber ich habe schon in einigen Panzern gesessen, aber nicht nur in Panzern, sondern auch in anderen militärischen Geräten. Das sollte man auch, wenn man mitentscheidet, was eingekauft wird, sollte man sich auch mal ein Bild davon machen, was militärische Geräte können. Und das tue ich regelmäßig. Ist Polen eigentlich noch ein guter Alliierter für uns? Ja, prinzipiell ja. Polen ist wichtig, Polen ist unser Partner und Polen leistet Enormes, gerade jetzt in dem Krieg Russlands, im Angriffskrieg Russlands. Aber was in Polen schwierig ist, dass der ein oder andere gerade im Wahlkampf sich gerne positioniert nach innen, indem er auf Deutschland schimpft. Und das bedauere ich, das habe ich auch mal in einem Gespräch einem Minister dort gesagt, dass ich das überflüssig finde. Innenpolitik ist Innenpolitik und man kann sich auch profilieren innerhalb seines eigenen Sprengels, aber man sollte unter Partnern in Europa, in der NATO, sollte man das nicht tun. Können Sie Musikinstrument spielen? Ich habe mal Querflöte gelernt. Super, bitte Sie an. Ich habe eine Flöte dabei. Wollen Sie mal spielen? Das ist aber keine Querflöte. Nee, Piccolo können Sie aber quer halten, ist auch okay. Nee, jetzt hören Sie mal. Ja, also ehrlich. Ja, muss ich mal gucken. Ja, das ist aber eine Piccolo-Flöte. Ja, da fehlt das tiefe C. Was würden Sie sagen, Atomkraft ja oder nein? Atomkraft ja. Mhm. Das Thema ist natürlich abgeräumt. Es ist bedauerlich, denn wir beziehen ja aus Atomkraftwerken um uns herum Energie. Mhm. Und das ist eigentlich eine Diskussion, oder eigentlich ist das peinlich, dass wir sie abstellen und von anderen leben. Insofern hätte ich mir gewünscht, und da bin ich nicht alleine, dass zumindest die 3 Meiler weiterlaufen. Vor allen Dingen, um Strom zu produzieren. Mhm. Und ich halte es für einen großen Fehler, dass wir die abschalten. Was ist eigentlich so los bei der FDP? Die verlieren ja überall anscheinend, fliegen die aus den Parlamenten gerade raus in Deutschland. Nee, das stimmt so nicht. Okay. Wir sind in Nordrhein-Westfalen nicht gut, aber wiedergewählt worden. Wir werden auch in Bremen am Sonntag Erfolg haben. Das Thema in Berlin ist sehr bitter. Mhm. Und es gibt ja keine Gerechtigkeit in der Politik. Aber wenn ich habe mir mal die Wahlergebnisse angeschaut und die CDU wird das jetzt machen und hat bereits ihre ersten, soweit ich das beurteilen kann, ihre ersten Versprechen gebrochen. Ich weiß, dass in der Friedrichstraße viele CDU gewählt haben, weil man diese Trennung nicht immer wollte, diese Unterbrechung. Mhm. Gestern lief ich da entlang und alles ist wieder geschlossen. Das ist jetzt eigentlich interessant. Aber losgelöst von jetzt Details, das bedauere ich sehr. Der Sebastian Schayer hat mit seinen Kollegen, vor allen Dingen Marin Jasper-Winters, einen super Job gemacht. Ja. Und auch in Niedersachsen ist das einfach bitter, weil es ein großer Landesverband ist. Aber das soll uns nicht entmutigen. Das ist eben so. Aufstehen, wie heißt das? Krone setzen, weiterlaufen. Warum sollte man in die FDP gehen? Weil wir die einzige Partei ist, die bei großen, auch schwierigen Themen reflektieren, dass die individuelle Freiheit, die Freiheit als solches, ein hohes Gut ist. Das heißt nicht Freiheit auf Kosten anderer, dass wir also einen gesetzlichen Rahmen setzen, aber innerhalb dieses Rahmens Menschen so leben sollen, sich entwickeln dürfen, wie sie glauben, dass sie glücklich werden dürfen. Und alle anderen versuchen, irgendwie sich einzumischen in das Leben Einzelner. Und deswegen ist es wichtig, dass es uns gibt. Und es ist gut, dass wir viele Männer und Frauen sind, die dafür auch weiter ringen. Auch wenn das Thema Freiheit für viele nach wie vor abstrakt ist, weil sie glauben, es ist selbstverständlich. Aber vielleicht sehen wir gerade durch den Angriff Russlands auf die Ukraine, durch die unerlässlichen Angriffe im Internet, dass Freiheit etwas ist, für das wir jeden Tag kämpfen müssen. Wenn Sie jetzt heute aus der FDP rausfliegen würden, in welche Partei würden Sie gehen? Wenn ich aus der FDP rausfliegen würde, das geht ja gar nicht, man kann ja die Leute gar nicht rausschmeißen, wie wir wissen, dann würde ich das Bedauern zur Kenntnis nehmen und würde mich dann zur Ruhe setzen. Oh, vielleicht passiert es jetzt, damit ich endlich Ruhe gebe. Nein, es gibt für mich keine Alternative. Sind Sie aus Düsseldorf? Was ist schöner, Düsseldorf oder Berlin? Naja, ich weiß, wir sind jetzt hier in Berlin, aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dann wäre Düsseldorf ist meine Heimat, dort bin ich groß geworden, ich bin Rheinländerin, mein Humor ist rheinisch, das verstehen manche Berliner nicht so, also mein Humor. Nein, Berlin ist natürlich eine tolle Stadt,
aber ich bin durch und durch Düsseldorferin. Okay. Aber bis in Berlin wohnen Sie jetzt ja auch? Sie haben hier eine Wohnung wahrscheinlich, ja, oder? Ja, ich bin super. Im Grunde 50-50 dort und hier. Und was glauben Sie, wir können ja langsam mal weitergehen. Was glauben Sie, wann kann man sich als richtiger Berliner bezeichnen? Naja, der richtige Berliner, würde Ihnen sagen, man ist nur ein richtiger Berliner, wenn man hier in der 25. Generation lebt und hier letztlich auch geboren ist. Das behaupten auch die Münchner von sich und auch die Düsseldorfer behaupten das von sich. Ja. Ich habe in der Kommunalpolitik als Bürgermeisterin wurde ich immer gefragt, sind Sie hier auch geboren? Habe ich gesagt, ja. Und damit war ich gesegnet. Ja. Eine echte Düsseldorferin. Aber es ist ein echter Berliner, wahrscheinlich, wenn er hier geboren ist. Was würden Sie so, wenn Sie jetzt noch mal anfangen würden mit Ihrer politischen Karriere, was würden Sie auf keinen Fall noch mal so machen, wie Sie es vielleicht gemacht haben, so der größte Fehler? Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, dass ich, also natürlich politisch, inhaltlich hat man immer auch Fehler gemacht. Mhm. Aber ich habe das große Glück, dass ich alle Ebenen der Politik, von der Bezirksvertretung bis zum Stadtteilparlament, über den Stadtrat als erste Bürgermeisterin, da jetzt im Bundestag, auf dem Weg nach Europa. Ich war nie im Landtag, das war, hat mich nicht so interessiert, nicht so gereizt, dass ich alle Ebenen kennengelernt habe. Und ich glaube, dass ich sehr viel Erfahrung gesammelt habe. Mhm. Und möglicherweise inhaltlich, dass ich Dinge heute anders entscheiden würde. Aber Sie machen Politik aus dem Jetzt heraus, hoffen, dass es passt. Ich habe sehr, sehr viel Stadtplanung gemacht. Da ist uns in Düsseldorf sehr vieles richtig toll gelungen, wo ich auch weiß, dass meine Kolleginnen, Kollegen und ich da auch großen Anteil haben. Aber es gibt auch städtebauliche Dinge, die würde ich heute anders machen, weil sie jetzt, wenn sie fertig sind, irgendwie anders aussehen, als wir geglaubt haben, dass sie aussehen. Aber das ist Politik. Manches können Sie korrigieren, manches nicht. Aber so ist es eben. Was ist Ihr Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen, mein wirkliches Lieblingsessen, ja, ist Schnitzel mit Pommes und Salat. Ich weiß, es ist sehr kindlich und dicht gefolgt von Spaghetti Carbonara. Ja, super. Ja, es ist sehr simpel, aber meine Enkel lieben es. Ich kann mit meinen Enkeln essen gehen und wir freuen uns an demselben. Sie sind ja auch immer sehr auffällig gekleidet. Wie würden Sie Ihren Stil beschreiben? Ja, auffällig. Ich finde mich eigentlich überhaupt nicht sehr auffällig. Sehr abgemischt auf jeden Fall. Ja, aber ich bin... Weiß ich nicht. Ich ziehe das an, wo ich mich wohlfühle. Ich trage keine Röcke mehr. Ja. Das habe ich mir irgendwie abgewöhnt. Und ansonsten trage ich das, was ich glaube, was mir gefällt. Aber ich mache da jetzt kein Theater drum. Super. Was ist Ihr Lieblingslied? Habe ich ein Lieblingslied? Ja, also Lieblingslied. Ich habe natürlich viele. Aber Born to be Wild von Steppenwolf, das hat mich durch meine Jugend getragen. Und das bewegt Sie immer noch? Ja, weil es bewegt einen ja vieles, was man als junger Mensch toll fand. Und wenn das dann gespielt wird, oder wenn ich Janis Joplin höre, auch mega Songs gesungen. Überhaupt diese Zeit der 70er Jahre, wo viel Rock, Rory Gallagher und so. Also ich bin sehr rockig sozialisiert. Und wenn ich das heute höre, Jethro Tull, denke ich, schon coole Musik gewesen. Weiß gar nicht, ob Sie die kennen. Nee, die müssen wir mal googeln. Ja. Jetzt stehen wir hier vor dem Golden Tower. Was ist für Sie Bild? Naja, Bild ist Deutschland. Hier vor diesem Gebäude wissen wir, dass die Grenze hier vorbeilief. Ich bin ja nun schon in einem reiferen Alter, wo ich mich auch daran erinnere, dass der Springer Verlag ein klares Commitment gegeben hat. Wir stehen hier an der Mauer, um zu zeigen, dass Deutschland wieder ein Land wird. Das finde ich historisch, unglaublich beeindruckend, dass diese Mauer dann verschwunden ist. Ja. Bild ist Deutschland und Bild ist ein spannendes Medium, aber Bild ist Meinungsmacher und natürlich auch nicht ungefährlich, wenn ich das so sagen darf. Ja. Denn Bild kann natürlich Menschen hypen, Bild kann allerdings auch Karrieren beenden. Ja. Und deswegen ist das schon, muss man schon gucken, was da passiert. Sehr gut. Wann haben Sie sich eigentlich mal so richtig politisch erfolgreich gefühlt? Als sich in Düsseldorf der Köbogen gebaut wurde, für den wir gekämpft haben. Und wenn Sie auf die Neuzeit anspielen, dass unser Engagement, und ich bin das nicht alleine, dass wir die Ukraine deutlich mehr unterstützen müssen, da habe ich gedacht, es ist gut, dass wir mit an der Regierung sind, es ist gut, dass wir eine klare Haltung haben. Und es ist gut, dass wir auch die im Kanzleramt, die diesbezüglich sehr, sehr zurückhaltend waren, überzeugen konnten, dass wir nicht nachlassen dürfen und alles schicken müssen, was sinnvoll ist und was wir auch schicken können. Wir können nicht alles schicken. Ja. Aber da habe ich gedacht, gut, dass wir dabei sind.
Das ist gut. So, dann, wo geht's jetzt hin? Wissen Sie das? Ja, jetzt geht's in den Bundestag. In den Bundestag? Ja, noch ein bisschen mitdebattieren? Oder? Ja, ich habe noch einen Termin dort. Was ist der Sinn des Lebens? Was der Sinn des Lebens ist, eine gute Zeit zu haben. Und nicht vergessen, wir haben nur eins. Also das Leben genießen und immer dran denken, wir wissen nicht, was danach kommt. Insofern gut drauf sein. Dankeschön. Bis tschüss. Dann. Tschüss.